Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich mir jetzt einmal eine zweite externe Speicherkarte gekauft und natürlich in der Farbe Weiß, denn das Ganze muss natürlich optisch auch ein bisschen zur neuen Xbox Series S dazu passen. Das Ganze ist mit 2 TB großen Speicher und ich würde sagen, wir packen das Ganze aus und schauen, wie sich das so schlägt von der Leistung her beim PC überprüfen bzw. die Leistung von der Xbox Series S, ob man da wirklich externe Spiele drauf speichern kann oder nicht. Und zwar seht ihr das nach dem Intro, also viel Spaß. So, also wir packen das gute Teil einmal aus, beziehungsweise wir schauen es mal rundherum an. My Passwort habe ich jetzt so noch nicht gehabt. Ich hatte einen Vorgänger mit 1,5 TB, das war quasi dieses Teil. Beides sind 3.0 USB. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen, weil ich glaube bei der Xbox Series S geht es ja unter 3.0 gar nicht, wird gar nicht erkannt. Ja, wie schon gesagt, der Vorgänger. Zeige ich euch dann natürlich noch das ein oder andere schnelle Programm, damit ihr seht, wo so die Vorteile und Nachteile hier sind. Genau, 2 TB groß, portabel, einfach angeschlossen. Was steht hier noch alles drauf? Einfach zu bedienende Datensicherung und Sicherheitssoftware. Okay, gut. Wir machen das Ganze mal auf. So. Mal hier auf die Seite. Immer ziemlich gut eingepackt und wie ihr schon gesehen habt, der Vorgänger ist auch von der gleichen Marke. Ich bin eigentlich dabei, hatte ich jetzt noch keine Probleme mit dieser Marke, also Wichita, was auch immer, wie man das ausspricht. Gut, wir haben hier lieber von dabei eigentlich wieder unspektakuläre Dinge, sodass ich es rauskriege. Und zwar haben wir einmal hier diese Anleitung, genau, das ist halt eben für die Datensicherung konzipiert worden ist, aber ihr seht das dann gleich, wie oft ich meine andere externe Scheiße, aber ihr werdet das dann gleich sehen, wie ich meine andere externe Festplatte, ich glaube 8 oder 9 Mal benutzt habe. So, da, also was haben wir quasi im Lieferumfall enthalten, und zwar einmal eine Anleitung, wie man das Ganze anschließt an den PC, also selbsterklärend, rein damit und gib ihm. Die Speicherkarte schaut ziemlich dünn aus im Gegensatz zu vorigen. Das zeige ich euch dann natürlich noch im Vergleich. Aber die vorige, die hatte ich jetzt auch schon 2 Jahre. Da wird sich schon einiges geändert haben. So, genau, eben USB 3.0. Ihr seht es noch einmal. 3.0er und halt eben der stinknormale Anschluss. So sieht das Teil aus. Würde dann auch, glaube ich, optisch gut dazu passen. Hinten zu der Xbox Series S. Und ich werde mal sagen, ich zeige euch mal den Vorgänger. So, damit ihr jetzt quasi mal einen Unterschied seht, der Vorgänger ist etwas breiter und mal minimal höher, vielleicht sogar zum Sagen. Also ein bisschen geschrumpft und mehr Speicherkapazität als der Vorgänger. Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht, die hinteren Daten. Wie schon gesagt, ich werde das Ganze jetzt mal anschließen an den Computer, damit wir dann sehen, welche von den ganzen Festplatten wirklich gut funktioniert. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal das gute Teil jetzt mal an. Und zwar geht es eigentlich, die neue Festplatte ist auf der Seite quasi anstößig. Und hier seht ihr schon, es ist eigentlich ein ziemlich guter Wert von 124,73. Also Rendergeschwindigkeit und so weiter, also ich bin relativ überzeugt davon. Die obere Festplatte war die Vorgängerfestplatte. Da seht ihr schon ganz wenig Unterschied. Also das ist, würde ich sagen, nicht einmal relevant. Ja. Dann haben wir hier noch einmal die integrierte SSD. Sprich aber nicht, wo das Betriebssystem oben ist, sondern halt eine externe, interne SSD. Ich glaube, so würde man das sagen. Von Samsung mit 1 TB. Und da seht ihr natürlich schon den Unterschied von zum Beispiel da unten von HDD zu einer SSD. Und das dann natürlich ist dann da, wo halt, wie schon gesagt, die Windows-Version oben ist und die, was quasi integriert ist, die war halt natürlich ein bisschen zu klein.
und deswegen natürlich noch eine externe dazu. Also hier seht ihr schon mal diese ganzen Werte von den externen HDDs, von den internen SSDs. Und dann habe ich den letzten trotz noch einmal euch zeigen wollen bei dem Programm, und zwar hier haben wir die 1500er Version. Das heißt die Vorgängerversion, ihr seht ja schon, das Ganze ist quasi gelaufen 9 Stunden und ist 10 mal angeschlossen worden. Also wie schon gesagt, da habe ich einfach viele Daten drauf, die ich mir einfach sichern will, wie Urlaubsvideos etc. oder ein paar Fotos. Und genau. Und jetzt gehen wir eines zurück, das sollte natürlich weniger sein. Das Ganze ist 3-mal ausgetestet worden, sprich einmal von mir und 2-mal wahrscheinlich von dem Unternehmen. Einfach, ob das Ganze funktionstüchtig ist oder nicht. Dann geht es weiter zur Samsung, also zur externen, internen SSD. Und genau, die haben wir 172 Mal in Betrieb genommen und die hatten 936 Stunden. Und die letzte, sprich die integrierte, wo das Windows-Betriebssystem oben ist, sollte natürlich dann am meisten haben. Und das seht ihr schon, 1290 Mal aufgedreht und 3394 Betriebsstunden. Ja, also ich würde sagen, das funktioniert soweit so gut. Ich habe jetzt da leider keine Capture-Karte, dass ich euch das Bildschirm genau jetzt filmen kann, ob ihr besser seht. Das müssen wir natürlich dann anders machen mit der Kamera, damit ihr halt eben genauer sehen könnt, ob die neue externe Festplatte, was wir sich jetzt zugelegt haben, auch bei der Xbox Series S erkannt wird. Und da würde ich sagen, da schalte ich mal kurz um und mache mal wieder eine andere Bildaufnahme. Und ich werde euch natürlich noch, bevor ich jetzt aufhöre mit dem Bildschirmaufnahme, werde ich euch natürlich noch etwas zeigen. Und zwar ist das, die Festplatte habe ich gekauft von Universal, also nicht von Amazon. Ob es Amazon hat, weiß ich jetzt nicht so, aber ich denke mal schon. Aber wie schon gesagt, der Preis war 56,99 €. Und ja, ich würde sagen, wir treffen uns gleich noch einmal und sprich, wir werden dann das Ganze angeschlossen haben am System. Also die Speicherkarte wird natürlich erkannt. In unserem Fall haben wir das eben hier beschrieben, dass wir eben 2 Terabyte haben und nicht die integrierte. Gut, dann haben wir sich jetzt einmal ein Spiel runtergeladen. Das sehen wir jetzt natürlich mal auf diese Speicherkarte hinüber verschieben. Auswahl verschieben, das Ganze bitte einmal rüber. Sollte jetzt nicht allzu lange dauern, denn es ist wirklich nur eine ziemlich kleinere Datei. Aber damit wir einfach wissen, ob das spielbar ist, eben mit der externen HDD oder halt eben nicht. Also einmal vorspulen. So, und als Beweis zeige ich euch natürlich noch, hier seht ihr schon, da ist beim Inhalt dieses einen Spieles da. Das werden wir gleich mal anklicken. Nebenbei noch erwähnt, dass Xbox Series S ist, wie schon gesagt, nur mit dem Game Pass kompatibel oder mit gekauften Online-Spielen. Aber wie schon gesagt, wie ihr ganz günstig einen Game Pass Ultimate bekommt, für das verlinke ich euch natürlich noch ein Video in der Infobox, damit ihr das anklicken könnt und dann genauso abstauben könnt wie ich. So, wir haben einmal Start. Oder beziehungsweise, ihr seht es ja schon, es funktioniert, also da brauche ich gar nicht viel herumreden. Und ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen, würde mich beim nächsten Mal sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder beziehungsweise einen Gefällt mir oder Like-Button betätigt, damit ihr mich bei meinen nächsten Videos etwas unterstützen könnt und damit ich euch natürlich noch verschiedenen Stuff zeigen kann. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.